Der russische Rückzug von der Schlangeninsel hat die Ukraine nach Worten von Präsident Volodymyr Zelensky in eine bessere Position gebracht. Die Schlangeninsel ist ein strategischer Punkt und das verändert erheblich die Situation im Schwarzen Meer, sagte er in einer Videoansprache. Die Handlungsfreiheit des russischen Militärs werde dadurch deutlich eingeschränkt, auch wenn dies noch keine Sicherheit garantiere. Russland hatte die Schlangeninsel kurz nach dem Angriff auf die Ukraine am 24. Februar besetzt. Nach Darstellungen des ukrainischen Militärs wurde der Abzug der russischen Truppen von der Insel durch zahlreiche massive Artillerieschläge in den vergangenen 10 Tagen erzwungen. Dabei seien mehrere Flugabwehrraketensysteme des Typs Panzer zerstört worden. Am 17. Juni hatten die ukrainischen Streitkräfte ein Versorgungsschiff der russischen Marine, das offenbar ein Raketensystem auf die Schlangeninsel bringen sollte, versenkt. Die nur 0,2 Quadratkilometer große Insel liegt im Donaudelta vorgelagert direkt an der Grenze zwischen den Gewässern der Ukraine und Rumäniens. Nach ukrainischen Militärangaben erlaubt die Schlangeninsel im Schwarzen Meer die Kontrolle über Teile der ukrainischen Küste und Schifffahrtswege. Mit dem Rückzug der Russen müsste das Gebiet um die Hafenstadt Odessa keine Landung russischer Einheiten vom Meer her befürchten. Das ukrainische Militär kündigte an, bald wieder eigene Soldaten auf die Insel zu schicken. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte den Abzug selbst als Geste des guten Willens bezeichnet. Es solle zeigen, dass Russland den Export von Getreide und landwirtschaftlichen Produkten aus der Ukraine nicht behindere. Vor dem Krieg liefen die ukrainischen Getreideexporte vor allem über See, speziell über den Großhafen in Odessa.